Ich meine, das ist eine Frage, was ist eigentlich Arbeit, was ist Produktivität? Das fällt mir bei Akademikern immer schwer, wenn ich denke, meine Güte, so einen vergnüglichen Job hätte ich auch mal gerne. Es ist tatsächlich so, dass ich während meiner Europaarbeit habe ich viel gemacht, wo andere für bezahlt wurden. Da habe ich dann das Essen freigekriegt, was meist okay war, das Essen, aber davon alleine lebt man auch nicht unbedingt. Okay, das geht dann auch um Umschichtungsmöglichkeiten. Bei dem einen verdient man, bei dem anderen verdient man nicht. Aber da fängt eigentlich Verteilung im Produktionsbereich an. Wenn ich überlege, was man für manche Jobs kriegt, als Akademiker oder im politischen Bereich, als Akademiker im politischen Bereich, dann kann ich nur sagen, es ist lächerlich. Es ist lächerlich, so viel Geld jemandem zu geben für im Grunde nichts. Ja, das sind Sachen, die hat man eh. Da schreibt man das um als einen Bericht, gibt das ab und kriegt 40.000 Euro. Und dann macht man eine richtig harte empirische Arbeit oder sonst was und da kriegt man irgendwie einen lächerlichen Betrag für. Oder es ist abhängig von, für wen arbeitet man. Das sind Beträge. 40.000 Euro kann man da durchaus für 20 Seiten kriegen. Für einen Bericht, der keine wirkliche Arbeit erfordert. Das heißt, da sind Sachen, die man eh gemacht hat. Deswegen wird man ja eingeladen, weil man ist Experte und weiß das. So, ich bin da immer sehr, ich setze mich da auch leicht ins Fettnäpfchen, ich bin da immer sehr offen. Das sind Beträge, die da gehandelt werden. Wenn man die kriegt, ist man natürlich glücklich und zufrieden, oder Geld alleine macht ja nicht glücklich, aber zumindest mault man da nicht unbedingt. Auf der anderen Seite gibt es was, das sage ich später. Also, dass Sie gerade die Produktivität der Studenten angesprochen haben, das gestern angesprochene Essay, bis wann muss man das abgeben? Das war nämlich das, deswegen sagte ich, das machen wir später, aber jetzt machen wir das Essay. Also. Also ich hänge nicht, leider zu meinem eigenen Nachteil, hänge ich nicht an bestimmten Formalia. Wenn ich das formal machen könnte, hätte ich da ein System. Wahrscheinlich geht das mit Moodle, das würden Sie in Moodle eingeben, dann würde ich Moodle das testen lassen und dann würde es alles automatisch gemacht. Das geht. Ich weiß nicht, ob das hier auch geht, aber man kann alles mit Multiple Choice. Das ist auch Standardisierung. Man macht das mit Multiple Choice. Bismarck, was war die Relevanz von Bismarck? Im sozialpolitischen Bereich. Erfinder des Bismarck-Herings. Hering ist ein Ernährungsmittel für die Massen. Das war eine sozialpolitische Leistung. Er war Bismarck-Hering. Gibt es ja, ne? Ich weiß nicht, was das ist genau. Aber so Bismarck könnte man dann noch sagen, auch Massenernährung, Zuckerbrot und Peitsche. Okay. Aber Zuckerbrot war gut. Und dann könnte man noch sagen, er war zuständig für die Einführung der Sozialpolitik. Des Sozialversicherungswesens. Was ist richtig? Ja, er hat es eingeführt, aber warum hat er es eingeführt? Er hat es eingeführt, aber warum hat er es eingeführt? Damit er die Linken, die aufkommen, die Arbeiter unten hält und dann haben sie auch die Partei verboten. Da würde jetzt der Computer sagen müssen, nein, falsch. Weil Bismarck hat sich dagegen gewehrt. Ich glaube, es war sein Außenminister, der das durchgesetzt hat. Auf die Tagesordnung gesetzt hat. Bismarck selbst hat dann zum Schluss genau das gesagt, wenn es schon sein muss im internationalen Kontext, dann machen wir da die Zuckerbrot- und Peitschepolitik raus und hat dann im Zusammenhang damit die Sozialistengesetze später zwar aber eingeführt. So gesehen war eigentlich das Zuckerbrot nicht ganz falsch, auch nicht ganz richtig. Also der Computer hätte dann gesagt, 0 Punkte in allen Fällen. So kann ich heute Tests machen, aber
machen wir das. Ich hatte ja gesagt, kurzes Essay. Wo es mir drauf ankommt, ist im Grunde, man stellt sich ja immer gerne großzügig da, Ihnen eine Möglichkeit zu geben, an einem Punkt was zu durchdenken. Was ja schon mittlerweile deutlich geworden sein sollte, ist, dass wir immer wieder mit bestimmten Begrifflichkeiten, Konzepten und arbeiten, wo wir zwei Problemlösungen haben, weil es ist immer ein Problem. Die eine Lösung ist, wir blenden Widerspruch aus und sagen, wir nehmen einfach dieses Ding, Antidiskriminierung ist formale Gleichheit ist klar zu definieren, also durch. Aber es geht ja genau, wenn ich sage, Antidiskriminierung, diese Geschichte und solche Themen, wenn ich selbst sage, Integration, gibt es immer eben Widersprüchlichkeiten, immer Spannungen. Das mal zu durchdenken. Der andere Weg ist, ich mache keine Spannung, also die erkenne ich nicht an, und lenke ab. Ich fand das gestern eigentlich, dass das war europäisch. Also große Karriere steht da bevor. Anstatt wirklich um Antidiskriminierung zu sprechen, sprechen wir dann um Wettbewerbsfähigkeit. Geht nicht. Entschuldigung, geht nicht. Ist aber genau das Typische. Dafür sitzen Leute in Brüssel, die machen das. Wie kommen wir da jetzt schadlos raus? Wenn wir dieses Thema nicht wirklich behandeln wollen und können oder dürfen, aber wir müssen es, dann reden wir über Wettbewerbsfähigkeit, dann reden wir über, ich weiß nicht was, irgendwas finden wir. Das ist auch interessant, das ist auch relevant. Aber es lenkt vom Thema ab. Und das will ich einfach jetzt Ihnen mal die Gelegenheit geben, im Grunde an Begriffen wie Integration, wie Modernisierung, wie Wettbewerbsfähigkeit, wie soziale Verantwortung in Europa, also welche sozialpolitische Rolle sollte Europa spielen, kann Europa spielen? Wie einige Begriffe kommen noch, Europa der mehreren Geschwindigkeiten, der verschiedenen Geschwindigkeiten, Vertiefung, Erweiterung, Koordinierung, Harmonisierung. An solchen Begriffen mal zu überlegen, halbe Seite, eine Seite, kurz. Was ist das offizielle Verständnis? Und was ist meine Hauptfrage daran? Also wo sehe ich jetzt ein Problem? Oder ich sehe kein Problem? Wie kann ich dann unterstützen, die Auffassung, dass der eine oder andere Weg gewählt wird, beziehungsweise dass in der Interpretation eben bestimmte Ablenkungen auch genommen werden? Warum wird denn Antidiskriminierung heute diskutiert als Frage der Wettbewerbsfähigkeit? Warum wird denn die Frage Armut als soziale Exklusion diskutiert? Und wie kann ich verschiedene Vorstellungen dessen
koordinieren, harmonisieren. Gibt es dann diese schönen vielen Versuche, das zu, auf den Begriff zu bringen, Vielfalt in der Einheit, in der Vielfalt und Vielfalt in der Einheit oder solche Geschichten. Alles wunderschöne Ausflüchte, weil das klingt gut, da sagt jeder, oh ja, das ist toll. Und wenn es dann konkret wird, dann stutzen wir. Und welches Recht hat, wenn es ein solches Recht gibt, Europa zu sagen, wir sind Europa und wir grenzen uns ab? Weil daraus erst ergibt sich ja die Frage, wie grenzen wir uns ab? Ich muss gestehen, ich habe Riesenprobleme mit Herrn Orban. Unter anderem, weil er meine Uni schließen will. Aber nicht nur deswegen, auch viel, viel, viel größere Sachen. Und mit dem Mauerbau. Auf der anderen Seite habe ich nicht viel weniger Probleme damit, wie hilflos die EU, so es sie denn gibt, ist, mit ihm umzugehen. Das gleiche Problem gab es mal in Österreich, wo die EU auch gesagt hat, jetzt schmollen wir erstmal und ich weiß gar nicht mehr, was da war. Aber da gab es auch die Überlegung, Österreich ist nicht mehr verhandlungsfähig für uns. Und dann wird laviert. Dann wird irgendwas gespielt und anstatt da klare Richtlinien, klare Maßstäbe zu setzen, macht man Ausflüchte. Und dann kommt es zu solchen Fällen wie eben nur Zuspitzung von Konflikten. Und meines Erachtens ist das okay, schon ein bisschen was anderes, aber zum Großteil genau dieses, die nichts anderes als eine Zuspitzung von Konflikten, die dann regional oder lokal sind, wie Brexit. Brexit ist zu 80% eine europäische Frage. Da haben die Briten wenig mit zu tun. Es gab irgendwelche cleveren Leute in Britain, also clever im Sinne von, das schlachten wir jetzt aus. Diese 80%, die machen wir zu unseren 20 und sagen, die 20, das sind die 80. Ungarn, das ist zu 80% ein europäisches Problem. Dass Orban das ausnutzt für sich, ist vollkommen klar. Wer Orban persönlich kennt, weiß das. Italien. Renzi. Movimento Cinque Stelle. Populismus, wie es schön, so schön heißt. Das ist kein italienisches Problem. Die italienische Wirtschaft ist kaputt, die ist total abgewirtschaftet, missgewirtschaftet und sonst was. Keine Frage. Aber das Problem ist ein anderes. Was da jetzt national abläuft, das sind die 20%, die zu 80% aufgebauscht werden. So, da findet Europa immer irgendwelche schönen, trickreichen Wege, im Grunde sich zurückzuhalten und das nicht abzuschieben, aber zu sagen, okay, das trifft ja nicht unseren Kern. Also solche Sachen mal zu überlegen, an Einzelfällen, können Sie von mir aus, auch wenn es nicht zu schwierig ist für mich, dann zu verstehen, an österreichischen Fragen machen. Bloß dann müsste es eben für mich auch verständlich sein, was, also wenn da vom Staatsvertrag die Rede ist, dass ich dann zumindest weiß, das ist sowas wie.
und gegebenenfalls nachgucken muss. Kurz, wie gesagt, prägnant. Ich würde vorschlagen, schicken Sie es mir bis Donnerstagabend, weil dann kann ich Freitagmorgen noch kurz zumindest das angucken. Und dann können wir kurz drüber sprechen, was, ob es da einfach, also dann kann ich sagen, ich habe sie alle gekriegt und ich kann sagen, oder Sie können auch sagen, da gab es irgendwelche Probleme mit was auch immer, dann können wir da am Freitag nochmal drüber sprechen. Bloß wenn ich dann nicht mehr hier bin, dann wird es halt komplizierter. Die E-Mail-Adresse haben Sie an der Uni Wien, aber nehmen Sie zur Vorsicht nochmal, nicht zur Vorsicht, sondern die kriege ich dann direkt. An die Uni Wien muss ich mich immer gesondert einloggen. Das ist die E-Mail-Adresse, also mit Doppel-R, Doppel-N, esosc.eu. Das bin ich und ich alleine. Da kommt kein anderer Mensch dran. Und schicken Sie es bitte an beide Adressen, weil ich nicht weiß, ob ich dann von Wien direkt das in Moodle einspeichern kann oder ich hasse solche Geschichten. Aber okay, und dann gucke ich das irgendwann durch und muss mal mich da in Moodle einmoodeln, wie das alles technisch abläuft. Okay. Okay. Nochmal? Ja, also kurz und prägnant eben diese Sachen, ein Kernproblembereich, sage ich jetzt mal, Begriff. Begriff ist nicht unbedingt ein Wort, sondern das Konzept der sozialen Verantwortung, Corporate Social Responsibility war gestern gefallen oder sonst was. Und das wird ja als europäisches Programm auch. Oder was wir auch schön hatten, das war diese Flexicurity-Debatte. Und das einfach zu kurz darzustellen, Flexicurity ist, CSR ist, also Corporate Social Responsibility ist, im EU-Kontext. Und das sind Hauptprobleme, Hauptspannungen, die EU-relevant sind. Das heißt, auch das zu bestimmen, ist problematisch teilweise. Und das erfordert Nachdenken und erfordert Kenntnis und erfordert Nachforschung. Wenn ich jetzt Flexicurity sehe. In der Flexicurity, wissen Sie alle, was Flexicurity ist? Also Flexicurity war ganz kurz nur war die Überlegung, anknüpfend im Grunde an das, was wir eben besprochen hatten am Ende, ist Flexibilität und Security, Flexibility and Security kombiniert, aufgrund der neuen Bedingungen. Also die alte Bedingung mit 14 in Betrieb, mit 65 raus und nur den gleichen Job mit einer festen Karrierestruktur gibt es nicht. Dass, ob man mit 14 anfängt, irgendwelchen Job oder ob man akademische Ausbildung hat und dann nicht mit 14, sondern mit 24 anfängt oder mit 30, diese Sachen gibt es nicht mehr, sondern es gibt auch Statistischen, denen kann man trauen, muss man nicht trauen, dass heutzutage jeder pro Leben, also in seinem Leben dreimal angeblich den Job wechselt. Weiß ich nicht.
ich weiß auch nicht, wie das gerechnet wird. Ich kümmere mich da nicht drum, weil wenn ich jeden habe, wenn ich das statistisch sehe, kann ich natürlich sagen, wenn das bei diesen 6-mal auftaucht und ich nehme das für jeden, dann ist das immer noch 3-mal für die auch. Also dann ist nur 3-mal. Das sind alles Details. Aber im Grunde ist das die Idee, diese feste Berufskarriere gibt es nicht mehr. Und früher haben wir den Leuten dann Arbeitslosengeld gegeben, sozusagen, wie auch immer das hieß. Und sie waren sicher, wurden abgesichert, in der Hoffnung, dann irgendwann einen Job zu kriegen. Jetzt müssen wir aber, das war Security, jetzt müssen wir aber sehen, dass wir Flexibilität fördern, aber in Verbindung mit Sicherheit. Also die Leute sollen ja die Sicherheit schon behalten. Aber die ist nicht mehr an den Arbeitsplatz gebunden, sondern an den Arbeitsplatzwechsel im Grunde, an die Flexibilität. Das ist ein ganz anderes Versicherungssystem im Grunde, also Versicherungssystem der Beitragszahlung und der Auszahlung, was in Dänemark seinen Ursprung hat. Und da haben dann die Europäer gesagt, das ist toll, so machen wir das. Jetzt führen wir das europaweit ein, weil da klappt das ja. Warum sollte das nicht in Europa auch klappen? Haben sie das versucht und was müssen wir jetzt mit den nationalen Sicherungssystemen machen und. Und dann haben die Dänen irgendwann, aber das haben sie nie in Europa gesagt, das läuft bei uns gar nicht. Die Europäer haben immer gesagt, ja, das ist schön, aber wir müssen überlegen, das ist ja Dänemark. Die haben ja eine ganz bestimmte Voraussetzung, unter der das etabliert ist. Jetzt müssen wir sehen, was ist übertragbar, was ist nicht übertragbar. Die Gewerkschaften sind zum Beispiel unmittelbar in den Leistungserbringung mit einbezogen in Dänemark. Also in die Sozialleistungserbringung. Deswegen haben wir auch eine ungeheuer hohe Gewerkschafts-, also nicht nur deswegen, aber auch eine ungeheuer hohe Gewerkschaftsbindung organisiert hat. So, und dann sagen irgendwann die Dänen bei anderen Diskussionen, bei Fachdiskussionen, das stimmt gar nicht, bei uns läuft das nicht. Also wir haben enorme Probleme mit der alten Sicherheit, die überall eben diese Unsicherheiten entstehen lässt. Die Leute sind nicht sicher und flexibel, sondern es ist im Grunde das gleiche System, was wir in anderen Ländern auch haben, dass es eine ganz einfache Sozialversicherung ist, im Grunde. Was ist jetzt der europäische Anteil an der Diskussion und was ist der dänische Anteil an der Diskussion? Kann man das sofort abhaken? Ich bin nicht abgeneigt, das zu tun. Und sagen, Europa soll sich mal um was kümmern, wo sie Ahnung von haben, aber nicht um irgendwelche Sachen, die eh absurd sind. Ich kann nicht diese ganzen Systeme schlicht und einfach übertragen. Ich habe immer ganz bestimmte Bedingungen, auf die das System aufgebaut ist, an die das System gebunden ist und die muss, wenn ich die dann mitschaffe in dem anderen System, ist das okay. Ich habe zum Beispiel die öffentlichen Dienste in Frankreich und habe in Deutschland die Daseinsvorsorgedienste. Das ist was anderes als die Dienste, die ich in Irland habe als öffentliche Dienste, nämlich die Dienste, die gar nicht bestehen. Ich finde das wunderbar, die Sozialversicherung, auch Gesundheitsversicherung, in Irland einzuführen. Also in Irland gibt es keine Krankenversicherung, heißt das ja. Die gibt es privat, aber es gibt keine öffentliche Krankenversicherung. Das wollen sie jetzt einführen.
Das heißt, alle in Irland sind soweit privat versichert oder gar nicht versichert. Wenn sie gar nicht versichert sind, kriegen sie eine Medical Card. Das heißt, es wird übernommen unter bestimmten Bedingungen. Das heißt, niedriges Einkommen und, und. Eine öffentliche oder allgemeine Krankenversicherung gibt es nicht. Das heißt, jeder, jetzt hätte ich beinahe gesagt, jeder, der Verstand hat, der versichert sich privat. Bloß die Privatversicherungen sind so teuer und leisten so wenig, dass viele sagen, ich habe das Geld nicht, jedes Jahr so viel rauszuschmeißen für was, wo ich eh nichts von kriege. Und jetzt ist das so eine Sache mit dem Verstand und halbwegs bei Verstand sein. Wenn was passiert und ich wirklich darauf angewiesen bin, dann ist zu spät, dann kann ich mich nicht praktisch nachversichern. Jetzt ist die Frage, kann ich mir leisten, mich zu versichern, weil das Versicherungswesen in Irland hat, ich glaube, 9 Stufen. Und wenn es dann wirklich ganz schlimm wird, dann muss man in der besten Stufe sein. Und sonst sagen sie einem immer noch, schade, tut mir leid. Wir sind eine Krankenversicherung, aber für die Beerdigung müssen sie selbst aufkommen. Mir wurde von einem Arzt persönlich die Frage gestellt, wie sind Sie versichert? Und er sagte, dann bin ich beruhigt, dann kann ich das machen. Es ist nicht schön. Es ist auch nicht schön, wenn man das die Versicherung hat. Alleine das zu wissen, wenn du die jetzt nicht hättest, das war nicht die Top-Ebene, wenn du die jetzt nicht hättest, dann wärst du aller deiner Sorgen los, dann gäbe es nämlich keinen Morgen mehr. Und das trifft für einen Großteil der Leute zu. Auf der anderen Seite ist die Medical Card Inhaber, die Dienste für Medical Card Inhaber sind so schlecht, dass viele, die Anspruch auf die Medical Card haben, sagen, ich will in eine Privatversicherung rein. Weil die Versorgung da besser ist, selbst die unterste. Und wie ich das Geld aufbringe, weiß ich nicht. Aber ich muss nicht, ich gehe jetzt von Standards aus, ob die gültig sind oder nicht, ich muss nicht jede Woche jeden Tag eine warme Mahlzeit haben. Ich muss nicht Vollkornbrot essen, sondern kann auch das billigste Weißbrot essen und muss nicht organisches Obst haben, schon gar nicht, sondern kann irgendwelche Fallobst aus Nachbarsgarten holen. Die sagen, ich spare an Essentials, was natürlich dann ein Kreislauf, also mir geht es noch schlechter, meine Gesundheit ist noch leichter angreifbar, weil ich mich schlecht ernähre. Und dadurch ist es wahrscheinlicher, dass ich einen ärztlichen Dienst brauche. Aber dann bin ich ja versichert und bin wenigstens in dem besseren Dienst. Ich habe nichts gegen Irland. Aber ich habe da gelegen auf dem Flur. Notaufnahme. Der Arzt sagte mir, das war ein anderer, das war, ich weiß nicht wann, er sagte mir, Sie haben eine Lungenentzündung. Ich sage, das weiß ich. Ich will Antibiotika. Hier sind die Antibiotika. Ich gebe Ihnen für alle Fälle einen Aufnahmeschein für das Krankenhaus. Wenn Sie meinen, es ist so, Sie müssen es doch in Anspruch nehmen, hier ist der Schein. Am Abend musste ich dann ins Krankenhaus. Habe da 2 Stunden, 3 Stunden oder was gesessen und gewartet. Lag dann auf dem Flur.
neben mir irgendwer, der rumschrie, ich weiß nicht warum, und. Und um 3 oder 4 Uhr morgens sagen sie mir, es ist soweit okay, haben Sie jemanden, der Sie nach Hause bringen kann? Ich sage, nee. Ja, dann stellen wir Ihnen ein Taxi. Um 3, 4 nachts. Wie gesagt, ich habe nichts gegen Irland. Mir ist das ähnlich in Italien passiert, wo ich gleich mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gefahren worden bin. Da habe ich 3 Stunden im Wartezimmer bei einem zugigen Fenster gesessen, habe nicht mal Wasser bekommen und habe dann gesagt, ich gehe jetzt zum Notarzt, hoffend, dass der das macht, was ich weiß, was er machen muss. Weil dann überlebe ich, wenn ich hier weiter im Zug sitze, dann weiß ich, das ist schwer. Das ist europäisches Gesundheitswesen. Ich weiß nicht, glücklicherweise habe ich die, vielleicht traurigerweise habe ich die Erfahrung in Österreich nicht gemacht. Ich habe sie in Finnland gemacht, das ist ein sehr gutes System. So, aber ich kann diese Sachen nicht übertragen. Schlicht und einfach, das ist der Punkt. Jetzt wollen sie in Irland eine öffentliche Krankenversicherung einführen. Wie mache ich das denn? Wie stelle ich ein ganzes System um? Weil das ist ja nicht einfach, die Krankenversicherung. Das klingt so trivial. Machen wir doch eine öffentliche Krankenversicherung. Ich muss ja die gesamte Lohnstruktur mit ändern. Damit wird die ganze Wettbewerbsfähigkeit neu zu definieren sein. Das sind komplexe Sachen. Die muss ich angehen. Da gehört ein ungeheures Fachwissen zu, auch wie ist denn genau die Regelung von Versicherungssystemen. Und da ich es nicht angehen kann, ich schreibe diesen Bericht jetzt für dieses Rechtsinstitut, seit 2 Jahren wird das eingeführt. Ich kriege nie Neuigkeiten, weil es wird nicht eingeführt. Es wird immer irgendwo weggeschoben. Es kümmert sich keiner drum. Und ich muss gestehen, ich kann die verstehen. Ich hätte auch Angst vor, wenn ich das machen sollte. Ich würde sagen, nee, hab doch nicht eine bessere Aufgabe für mich. Irgendwas, was leichter ist. Diese ganze Sache zu bewältigen, ist enorm schwer. Und dann wird eben einfacher gesagt, ist für alle einfacher, kurze Frist zumindest, dann machen wir doch mal kurz irgendwas, was ein bisschen wo hilft. Dann haben sie jetzt eingeführt, das ist schon länger, weil das Problem ist ja schon Ewigkeiten, haben sie ein Problem eingeführt, jetzt machen wir mal, ich finde das faszinierend, das ist im Grunde ein interner Verschiebebahnhof. Ein Riesenproblem waren die Wartelisten. Also bei bestimmten allgemeinen Dingen, Hüftoperationen und solche Geschichten oder ich weiß es nicht, irgendwelche schwierigen Sachen auch mit Nieren und. Ging es wirklich auf Leben und Tod teilweise, weil die Leute so lange warten mussten, dass es untragbar war. Und dann haben sie jetzt ein Schema dann irgendwann eingerichtet, dass wenn man eine bestimmte Zeit, Mindestzeit auf der Warteliste ist, dann hat man das Recht praktisch auf eine Notliste, über eine Notliste reinzukommen. Ist natürlich für die Betroffenen eine enorme Erleichterung. Die Entscheidung zwischen Leben und Tod. Auf der anderen Seite ist das keine Lösung. Dann hat man Medizin, also verschreibungspflichtige Medizin, verschreibungspflichtig, aber nicht bezahlt. Hat man gesagt, so, jetzt deckeln wir die Kosten. Wenn ihr pro Monat war das, glaube ich, 80, damals noch Pfund, über 80 Pfund seid, dann braucht ihr nicht mehr bezahlen.
Also die ersten 80 Pfund müsst ihr bezahlen. Und wenn ihr drüber seid, was leicht der Fall ist, wir sprechen ja über richtige Medikamente und nicht irgendwelche Grippetablettchen, ist man schnell da drüber. So, wenn ihr drüber seid, anstatt das ganze System so zu machen, eine ganz geringe Zuzahlung oder Freiheit oder sonst was, anstatt das irgendwie zu regeln, machen wir das so, die Härtefälle, die deckeln wir dann. Da haben wir erstmal Ruhe. Aus dem Gröbsten sind wir raus und dann sehen wir weiter. Und das dann sehen wir weiter, ich fühle mich noch nicht ungeheuer alt, aber ob ich das noch in Irland erleben werde, weiß ich nicht. Also so langsam, wie die arbeiten, bin ich mir nicht sicher. Ist das eine europäische Frage oder ist das eine irische Frage? Wenn es eine irische Frage ist, was ist dann noch von zum Beispiel einheitlichem Sozialraum die Rede? Wenn es nicht ist, welche Möglichkeiten hat denn Europa, wer auch immer das wäre dann, zu sagen, so müsst ihr das jetzt machen? Und es geht, wie gesagt, nur um allgemeine Thematisierung und auch die Bereitschaft, das finde ich immer sehr wichtig, im Studium und vielleicht sogar noch wichtiger später, zu sagen, ich weiß es nicht. Ich muss jetzt fragen. Und ich finde, einerseits gibt es viel zu viele Studien, empirische Detailstudien zu vielen Sachen. Ungleichheit. Jetzt werden noch mehr Ungleichheitsforschung gemacht. Wir wissen, es ist eine untragbare Ungleichheit. Für mich reicht das. Ganz allgemein. Dass ich für bestimmte Bereiche noch spezielle Studien machen muss, ist eine andere Frage. Aber nochmal, es werden ja vielfach nur die gleichen Daten wieder aufgearbeitet und ein bisschen neu. Und es gibt dann andere Studien, da muss man erstmal auf die Frage kommen, das hat mich damals fasziniert. Warum gehen Franzosen eher zum Arzt als Deutsche? Die bezahlen beide nicht oder bezahlten damals beide nicht. Nichts. Es war freier Arztbesuch, absolut frei. Also nicht irgendwie ein bisschen Zuzahlung oder auch nicht irgendein Bonus, wenn man nicht ging, nichts. Warum gehen die Franzosen eher als die Deutschen? Zu viel Croissants gegessen. Nein? Nahezu. Also die Verpflichtung, protestantische Ethik, ich bin auch, und das war so ein bisschen, ich bin auch für die Gemeinschaft. Es ist ja die Gemeinschaftskasse, in die ich einzahle, protestantische Ethik, aus der ich raus will, aber nur als ehrliche Leistung. Also wenn ich es verdient habe, in Anführungsstrichen. Und verdient habe ist, wenn ich weiß, mir geht es schlecht und ich muss professionelle Hilfe haben. L'état c'est moi. L'histoire est passée. Die Geschichte gibt es nicht mehr. L'État ist nicht mehr, bin ich nicht mehr, sondern l'État est le citoyen. Das sind Bürgerrechte und ich als Bürger Frankreichs habe das Recht, zum Arzt zu gehen. Und da gehe ich jetzt hin. Und das interessiert mich. Und der Rest, der interessiert mich auch, aber genau deswegen, weil ich Bürger dieser Gemeinschaft bin, bin ich für meine Gesundheit verantwortlich und deswegen nehme ich eine professionelle
Hilfe in Anspruch, weil ich bin kein professioneller Mensch. Ich fühle mich nicht gut. Ich weiß nicht, was okay ist. Ob das einfach so ein kleines Wehwehchen ist. Also gehe ich zum Arzt. Auf die Frage erstmal zu kommen, ist schwierig. Und dann zu sagen, was macht Europa denn damit? Den Deutschen die Bürgerrechte einbläuen? Oder den Franzosen die protestantische Arbeitsethik einbläuen? Oder sagen, das nationale Vielfalt, macht mal. Und ihr müsst ja eh eure Gesundheitsversicherung selbst bezahlen. Und da ist dann der kritische Punkt, jetzt müssen sie alle selbst bezahlen und jetzt müssen aber die Bürger selbst bezahlen, nämlich irgendwelche Formen von Selbstbeteiligung im Gesundheitssystem gibt es wahrscheinlich mittlerweile überall. Ich weiß nicht, was in Österreich noch frei ist. Ich weiß nicht, wie weit Sie die Erfahrung haben. Ich habe sie, aber verdränge sie oft. Als ich studiert habe, also diese Frage ist eine Verdrängungsfrage, eine Wahrnehmungsfrage und auch eine Altersfrage. Ich weiß, als ich studiert habe, gab es eine Diskussion um die Reform des deutschen Gesundheitswesens, wo wir dann gesagt haben, das geht bald irgendwann so weit, dass das die Übernahme der Kosten für Sehhilfen, sprich Brillen, ist so weit reduziert, dass ich irgendwann mit meinen Gläsern in der Hand rumlaufen muss und die selbst halten muss, weil ich kriege keine gescheite Brille mehr. Oder muss eben zubezahlen. Ich habe mal irgendwann kürzlich jemanden aus Deutschland gesprochen, die haben gesagt, was, eine Brille von der Krankenversicherung? Spinnst du? Wird alles selbst bezahlt. So, und das nimmt man irgendwo nicht wahr. Also ich nehme es aus anderen Gründen in Deutschland nicht wahr, weil ich nicht da bin. Aber man gewöhnt sich sehr schnell an bestimmte Standards im Gesundheitsbereich. Okay, dann bezahle ich eben die Brille selbst. Ich muss sie ja eh haben. Und bei der zweiten denke ich da gar nicht mehr drüber nach, weil ich weiß ja, ich muss sie bezahlen. Bei der ersten, wo ich weiß, aha, da hat sich jetzt was geändert, da nehme ich es noch wahr. Aber irgendwann, ja, da, was soll's. Ist halt so. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo man wirklich alt wird und sagt, once upon a time, es war einmal. Was war mal? Das war wirklich, das gab's. Freiheit, freier Zugang zur Erziehung. Öffnungszeiten für Bibliotheken. Qualität von Erziehung im Sinn von Großvorlesungen, Kleinvorlesungen, Seminaren und Bibliothekszugang. Bibliothekszugang. Hier ist deine Internetnummer, suchst dir raus. Ob das gut ist oder schlecht ist, das hat Vorteile, klar. Ich musste damals zur Firma laufen und fragen, da ist ein Aufsatz, den habe ich irgendwo gesehen, könnt ihr den besorgen? Dann kam der 14 Tage später oder 3 Wochen später mit der Post. Musste ich zumindest nicht mehr ausdrucken, okay. Aber heute habe ich das mit Internetzugang, je nachdem, wie schnell ich bin, ein paar Minuten. Also solche Sachen zu überlegen, Vorteile, Nachteile, Spannungen, Lösungsmöglichkeiten an möglichst konkreten einzelnen Problemen. Also Sie sehen schon, alleine so ein Stichwort irische Krankenversicherung und europäische Verwaltung öffnet ein Fass. Und auch wenn ich nur Begriffe nehme wie Integration, Gleichheit, endlos.
Okay. Okay, dann ist auch ein faszinierendes Ding. Ne? Mal geht die Ungeheuer schnell und mal macht sie Pause. Oder geht richtig. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese Frage zu thematisieren. Oder diese Fragen komplex anzugehen. Ich hatte ja früher darauf hingewiesen, dass wir oder womit wir handelten, das waren Nationalstaaten. Also die Nationalstaatlichkeit hat ja bestimmte Wirtschaftseinheiten und Sozialeinheiten herausgebildet. Die sehr unterschiedliche Formen annahmen, aber auf der anderen Seite doch definiert waren als einheitlicher sozial- oder vereinheitlichter Wirtschafts- und Sozialraum. Die Volkswirtschaft war ja zur gleichen Zeit Nationalökonomie, das heißt Wirtschaft des Staates oder des Gemeinwesens. Die Sozialversicherungen, so sie dann entstanden sind, das waren alles in irgendeiner Form sehr verschieden. Die Versicherungssysteme, die Versorgungssysteme, für die, muss ich wieder was Böses sagen, vollwertigen Staatsbürger. Und dass ich das, was Böses sagen muss, liegt an der Tatsache, die böse ist. Jetzt bin ich schlecht im Schätzen, aber mit 50% der Leute hier wäre das schon mal schlecht. Weil das sind Frauen und die waren nicht ganz vollwertig. Waren Tatsachen. Die Rechte der Frauen, Wahlrecht, Versorgungsrecht, bis in die 60er, 70er Jahre war die Frau legal definiert in vielen EU-europäischen Ländern als Anhang der Frau. Es war kein Eigentumsrecht, aber die Frau durfte zum Beispiel nicht arbeiten gehen, wenn der Mann dagegen war. Der Bildungszugang zu Universitäten, zu weiterführenden Schulen, das war früher, hat sich das aufgelockert, war lange Zeit in Europa ein Recht, was Frauen nicht zustand. Marie Curie war eine der ersten Frauen, da freut man sich dann immer, die nicht nur gezeigt hat, ich kann sogar zur Uni gehen, sondern ich kann auch noch viel besser sein als ihr alle. Ihr habt es ja nicht zum Nobelpreis gebracht, ich habe das. So, hat die mal eben außer Hand gemacht und hat Großartiges geleistet. Und das Ganze hat sich natürlich aufgelockert und. Es gibt immer noch die Ungleichheitsstrukturen, die sich bis heute weiterhalten und. Aber es war einfach lange Zeit formalrechtlich so, dass die Frauen nicht vollwertige Bürger waren. Im Sozialversicherungsrecht hieß das, die abgeleiteten Ansprüche. Die Frauen haben ja nichts eingezahlt. Die waren ja nicht erwerbstätig. Die waren immer nur versichert über den Ehemann.
Das zieht sich bis heute im Rentenrecht durch. Und, und. Aber heute sind sie alle voll gleichwertig und sonst was. So, das sind Geschichten, wo eben Nationalstaatlichkeit eine Rolle spielte. Das war die Gleichberechtigungsfrage, das war die Frage von Kindern und Jugendlichen und das ist natürlich die Frage von, jetzt muss ich sagen, das ist sehr unterschiedlich, von Ausländern, von Migrantinnen, Migranten und von Menschen mit Migrationshintergrund ist, glaube ich, heutzutage der Ausdruck, die also unterschiedlichen Rechtsstatus teilweise haben, aber die alle mal hier sind, in Österreich, in Deutschland oder sonst wo, auch vollwertige Staatsbürger sind des Landes, aber offensichtlich anders. Gibt es dann Doppelstaatsangehörigkeiten und solche Geschichten, das sind dann Detailfragen. Aber wo immer wieder die Frage auftaucht, wer ist denn für euch zuständig? Das ist jetzt eine Frage bei den Briten. Das spielt hier auch eine Rolle, vordergründig oder wie auch immer, aber dass die gesagt haben, wir wollen diese ganzen EU-Ausländer nicht mehr. Weil da müssen wir ja bezahlen. Das ist dann genau diese Frage der Diskriminierung in dem Artikel auch. Und das sind Fragen wie, was ist denn mit Leuten, die Ansprüche aus verschiedenen Ländern haben? Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt war das einfach geregelt, wir rechnen das zusammen und dann nehmen wir das letzte Land oder welches auch immer als Maßstab. Und dann muss man nur selbst aufpassen, dass man das Land als Maßstab kriegt, wo man eine hohe Rente kriegt. Also nie nach Irland gehen oder nach Italien. Das sind ganz schlimme Sachen. Das sind Tatsachen. Also die formale Freiheit, Bewegungsfreiheit ist so frei nicht. Formal ist sie gegeben, aber es gibt immer noch eigentlich jeden, der das gemacht hat, der schlechter dabei abschneidet. Eigentlich jeden, das bezieht sich auf Nicht-Europa-Beamte, weil denen geht es eigentlich ganz gut. Europa hat ja keine sozialpolitische Kompetenz, wie das so schön heißt, hat sie immer noch nicht. Und ich sah vor Jahren eine Anzeige in der Zeitung, European Commission, Europäische Kommission sucht Sozialarbeiter. Telefon. Ich sage, hör, was ist los? Was macht ihr jetzt? Ihr werdet jetzt Sozialarbeiter oder was? Ja, nicht wirklich. Das ist für die Kommissionsangestellten, die aus verschiedenen Ländern jetzt kommen und in Brüssel arbeiten, die kriegen jetzt Sozialarbeiter oder sozialarbeiterische Dienste, dass die sich in dem fremden Land zurechtfinden können. Man geht immer nach dem Aussehen aus, Sie sind irgendwie mit Migrationshintergrund oder sonst was? Ja, aber ich bin aus Luxemburg. Aus Luxemburg. Aus Luxemburg? Haben Sie einen Sozialarbeiter hier zur Verfügung gekriegt? Das kriegt man als, ich weiß nicht, das kriegt man als Normalmensch nicht. Die Europäische Kommission stellte das großzügig zur Verfügung. Ich habe immer gesagt, das finde ich nicht schlecht, wenn er das jetzt für alle machen würde. Das wäre ja vielleicht mal eine ganz gut, tolle Aufgabe. Haben sie nicht gemacht. Die Europäische Kommission oder Europa, da geht es jetzt an den Kern der Sache, ist ja ein faszinierendes Gebilde.
Und das ist eines der Grundprobleme von Kompetenzen, von dem Scheitern oder nahezu Scheitern der europäischen Integration. Scheitern im Sinne von, es ist ja nie wirklich, es ist immer so ein bisschen auf der Schwebe. Man weiß nicht, wo das weitergeht, wie das weitergeht. Dann machen wir eine Verfassung und dann klappt das wieder nicht. Das ist ein faszinierendes Gebilde. Wir sagen immer, dieser Wasserkopf in Brüssel. Das ist zumindest eine Expression, das ist eine Riesenbürokratie, weil da in Brüssel sitzt. Und das ist alles, wie gesagt, gestern habe ich angespielt auf die Glaslobby, die da die Bürogebäude baut und sonst was. Ich habe das, und das wird sich im Grunde nicht geändert haben, Mitte, Ende der 90er Jahre vom letzten Jahrhundert mal durchgerechnet. Die Europäische Kommission hat so viele Leute angestellt, wie der Stadtstaat Hamburg. Also diese Riesenbürokratie ist ein kleines Häufchen. Wie machen die das? Sie sehen, diese Kursfahrten, die ich gemacht habe, die haben mich tief beeindruckt. Ich bin einmal in Brüssel gewesen mit einer Gruppe und kannte ja den Zugang. Wir waren dann im Parlament auch, im Europäischen Parlament. Und ich kannte den Zugang zum Parlament und ich sage, wir gehen da nicht hin, dass man das sieht, sondern wir fahren da hin mit der U-Bahn und kamen hoch. Und ich sehe nur, ein Wahnsinnspalast, dieses neue damalige Europäische Parlament, ein Riesengebäude, was aber damals nur die Hälfte war, weil das sind zwei Parallelgebäude, man stand nur vor dem einen. Riesig. Die Kommission, fragen wir in Brüssel, ich will zur Kommission. Es ist so ungefähr wie in einem Kaffeehaus in Österreich zu fragen, ich will einen Kaffee. Ne? Kaffee? Was denn? So, welche Abteilung? Also welche Generaldirektion? Wir haben die, wenn man so will, gibt es eine für Forschung, da gibt es eine für Erziehung, für internationale Zusammenarbeit, für das ändert sich dann. Früher war das für Arbeit und Soziales, das ist jetzt für, ich weiß gar nicht den letzten Stand, aber das war dann für Arbeit und Soziales und Gleichstellung. Das ist aber auch wie auf nationaler Ebene die Zuständigkeiten. Ich habe mal in Deutschland angerufen, da wollte ich mit der Ausländerbeauftragtenstelle sprechen, ruf, glaube ich, beim Sozialministerium an und die sagen mir, die sind jetzt mittlerweile beim anderen. Das war vor der Wahl, das haben wir jetzt geändert, die sind jetzt beim anderen Ministerium. So, das sind also die ganz normalen Sachen. Das muss man wissen und da muss man natürlich wissen, wo genau sind die, in welchem Bereich. Das ist weit verstreut über Brüssel. Wie gesagt, es traut keinem. Die Kommission hat ihre eigenen Statistiker und selbst die unterschiedlichen Ministerien, sage ich jetzt, die Generaldirektionen haben ihre eigenen Statistiker. Insofern scheint das riesig zu sein. Die sind alle ganz zahm. Obwohl man muss, wenn man da ist, muss fast nirgendwo, habe ich meinen Personalausweis, Dienstausweis so oft gebraucht wie in Brüssel, um reinzukommen. Man kam ohne Ausweis nicht rein. Es
war dann auch die Erfahrung, wenn die Studierenden ihren Ausweis vergessen haben, habe ich gesagt, ich versuche das. Ich kann versuchen, für euch zu bürgen, weil diese Leute kenne ich. Vielleicht lassen die euch rein. Aber normalerweise, wenn sie sagen, ich müsste eigentlich jemanden sprechen, ich habe aber keine Papiere bei mir, sagen die, nee, vergessen das. Es gibt Ausstellungen in Kommissionsgebäude, Kunstausstellungen, auch nur mit Registrierung und. Ganz normale Prozesse. Wie machen die das? Gibt es natürlich auch die ganz normalen, teilweise ganz normalen Sachen, wie Privatisierung, Auslagerung. Das heißt, das Reinigungspersonal ist definitiv nicht europäische Kommissionsbeschäftigte oder europäische Institutionenbeschäftigte. Damals gab es noch einen europäischen Fuhrpark, also die verschiedenen Fahrer. Und das hat sich alles verschoben. Wahrscheinlich sind das jetzt prozentual noch weniger. Aber der Punkt ist, die europäischen Gemeinschaften sind ja kein Staat. Und das ist eines der wesentlichen Probleme, dass bestimmte Aufgaben, die staatliche Aufgaben sind, vom Nationalstaat weggenommen werden, auf der anderen Seite in einen nicht existierenden Ersatzraum fallen. Die EU ist kein Staat und hat auch nicht den Anspruch, ein Staat zu sein, sondern arbeitet eben genau nach diesem Prinzip der Auslagerung. Und da ist ein Punkt, dass viele der Untersuchungen, die die Europäische Union im Grunde macht, werden von Leuten außerhalb der Kommission im Auftrag gemacht. Und nicht nur im Auftrag, gut bezahlt, sondern auch unter Kontrolle. Das sind verschiedene Aufgaben wirklich. Die Reports werden natürlich, die Mitteilungen werden intern gemacht. Also Mitteilungen sind mehr oder weniger Rechtsinstrumente, die bestimmte Tatbestände mitteilen, als das ist das Ergebnis der offiziellen Diskussion. Und das ist Stellung der EU-Kommission, Generaldirektorat sowieso, zu dem und dem Punkt. Das sind im Grunde politische Leitlinien, ähnliche Dokumente, wo gesagt wird, das ist offizielle Politik. So, die andere Sache ist, die Zuarbeit zu diesen Berichten wird oftmals gemacht von Leuten wie mir. Wenn man dann in dem Kreis ist. Ein Tipp am Rande, wenn Sie je sowas machen, folgen Sie den Richtlinien. Und zwar ganz strikt, wenn Sie sowas einreichen. Ich sage das jetzt im Ernst. Weil das sind möglicherweise Aufgaben, die Sie mal irgendwann reizen werden. Ich habe mich einmal beworben, nur 40.000 Euro oder irgendwie so, weiß nicht, wie viel das wirklich war. Das war allerdings für das Europäische Parlament ein Bericht. Kurz vor Weihnachten, war terminlich sehr knapp. Und ich sage, ich bin ja eh in Brüssel, dann bringe ich das da vorbei. Und das Einreichen von Anträgen ist nicht nur, was man einreicht und wie man es einreicht, mit Formblatt sowieso, sondern es ist auch das Prozedere. Und ich bin ja naiv und gehe dahin. Ich sage, ich wollte das Ding hier abgeben, den Umschlag ist alles soweit okay, das geht mit Außenumschlag und Innenumschlag und anonymisiert und so, und das war ich alles sehr confident. Konnte das auch sein, wie sich nachher herausstellte. Und habe das alles richtig gemacht und gebe das ab
Und der sagt, nee, das müssen Sie da unten abgeben. Ich sage, okay, gehe ich hin, gebe das da ab und ich sage, und die Quittung? Ja, nee, das ist schon okay. Aber das war der Fehler. Dann kriege ich im neuen Jahr oder zwischen Weihnachten und Neujahr, die Einreichefrist war kurz vor der Weihnachtspause, kriege ich einen Anruf. Wir haben hier einen Brief von Ihnen, der hätte da und da hingehen sollen. Ich weiß auch nicht, wie der hier gelandet ist. Ich sage, danke für den Mitteilung, das waren die 20.000 Euro, auf die ich hoffte, für die ich keine Quittung abverlangt habe. Also immer schön da abgeben, wo man es abgeben soll und immer schön die Quittung verlangen, wenn einem sie dann zusteht. Das sind tatsächlich bürokratische Strukturen, weil über Weihnachten hatte da eh keiner reingeguckt. Der hätte auch sagen können, ich weiß nicht, wie es bei mir gelandet ist. Da landen verschiedene, sagt er auch noch, landen öfter bei mir. Weiß auch nicht, wie das kommt. Hätte er ja weitergeben können, aber das gab es nicht. Wir hatten einmal einen Antrag für ein Forschungsprojekt gestellt, das war noch die gute alte Posteinreichung. Da fehlte, das war in drei Ausführungen einzureichen, da fehlte auf eine Seite, bei einem Stapel war eine Seite im Fotokopierer hängen geblieben. Haben die gesagt, okay, vergesst es. Können wir nicht machen. Kann man natürlich verstehen, wenn da jeder ankommt. So. Aber das nur als Warnung vom Realismus. Die europäische oder Europa ist kein Staat. Beansprucht auch nicht, Staat zu sein. Aber hätte gerne, und wenn es nach deren Plan gegangen wäre, hätte sie bereits eine Verfassung. Eigentlich ein Rechtsunding, weil Verfassungen sind Staatsverfassungen und nicht Verfassungen von irgendwas. Es gibt natürlich andere Verfassungen, aber die haben einen anderen Status. Aber die EU hätte gerne ein Dokument als Verfassungsstaat. Ein weiterer Punkt. Wir sind alle, so wir Bürger Österreichs sind, oder Sie sind, so Sie Bürger Österreichs sind, oder Bürger irgendeines anderen EU-Landes, auch EU-Bürger. Es gibt den Status des EU-Bürgers. Aber jetzt stellen Sie sich das vor, möglichst die Spannung genießen. Sie sind schizophren. Sie sind Mitglied von zwei Staaten, wo der eine Staat ein wirklicher Staat ist, der andere Staat aber nicht wirklich ein Staat ist, aber Sie sind trotzdem dessen Bürger. Wenngleich der Bürger eigentlich ein Staatsbürger ist und Sie sind demnach ein Bürger von etwas, was nicht existiert. Das ist faszinierend, ne? Das ja, aber ich habe dieses Seminar über eigentlich Staatsbürgerschaft besucht, als Instrument soziale Inklusion, Exklusion. Und da haben wir auch die EU-Bürgerschaft gehabt. Und das heißt ja angeblich die EU-Bürgerschaft mit dem Vertrag von, müsste ich jetzt lügen, Lissabon oder viel früher, war ja vielmehr so ein PR-Gag. Weil eigentlich hat man als EU-Bürger nur zwei weitere Rechte, Parlamentswahlen und die kommunalen Wahlen in dem Staat, wo man lebt, also nicht in dem, wo man die Staatsbürgerschaft, sondern wo man eben innerhalb der EU lebt. Aber ansonsten hat man dadurch durch den Status EU-Bürger nicht viel mehr Rechte als
andere. Bitte? Das Recht hat uns viel mehr, wenn man bedenkt, was mit der EU alles gekommen ist. Das Recht, in jedem EU-Land ansässig zu werden, das Recht, in jedem EU-Land arbeiten zu dürfen, eben das Recht, Kapital innerhalb der Union hin und her zu verschiffen, sozusagen. Also und zusätzlich die Rechte, das Recht auch zu wählen, aber ich glaube auch nicht jedes Land ermöglicht dir auf kommunaler Ebene zu wählen, nur weil du EU-Staatsbürger bist. Das man ist jetzt nur meine Einschätzung. Glaube ich, in Österreich ist es, glaube ich, auch nur in gewissen Bundesländern oder Bezirksebene, genau. Und das wissen wir auch schon meistens. Genau, ja. Und zusätzlich aber, finde ich, ist es im Vergleich zu einer Staatsbürgerschaft aber recht wenig oder an gar keine Pflichten gebunden, diese EU-Bürgerschaft. Ja, weil die freie Personenverkehr und so, die hat man ja früher auch gehabt in der EU. Aber mit dem Status EU-Bürgerschaft, also mit dem Begriff, der neue Begriff hat ja nicht viel mehr Rechte dazugebracht, so weiß ich das. Aber die freien Verkehre, Personaldienstleistungen waren und keine Ahnung was, die waren ja vorher schon da. Also das waren Grundrechte eben. Aber ja, wie man es nimmt, also... Manche sehen das nur als Piage, noch ein Begriff dazu, aber nicht viel mehr. Was der Kollege zu mir gesagt hat, das ist auch dazugekommen noch, dass halt auch bei einer Einreise jetzt ist, nach Urlaub in Zypern, in Griechenland, wo auch immer, und viel niemand mehr nach dem Reisepass, und ich kann leeren Schaltern vorbei. Also das ist ja auch zu gekommen. Wie gesagt, das ist jetzt, wie du richtig sagst, wie man es bei dir Möglichkeiten gibt. Aber halt ein bisschen regulativer finde ich, das ist ein kleiner Zucker, den man verteilt hat, weil das erleichtert es schon, oder eben dieses Erasmus-Programm, wie wir das gestern kurz angesprochen haben. Natürlich ist es nicht vergleichbar mit einer Staatsbürgerschaft, weil eben, und das ist das, was ich auch noch sagen will, einfach keine Pflichten damit einhergehen. Ja. Also du hast keine Pflicht und eben das EU, bin ich voll dabei, auch ist kein Staat in dem Sinne, der eine Staatsbürgerschaft hat, in einem Staatsgebiet ist. Ein EU-Gebiet, das begründet sich aber auf den Staatsgebieten der einzelnen Mitgliedstaaten. Aber das zeigt genau diese Spannung. Man ist im Grunde Mitglied von etwas, was nicht existiert und hat zumindest auf dem Papier mehr Rechte, weil man einen höheren Status hat, wobei dieser höhere Status eigentlich nicht definiert ist. Das muss man sich denken. Weil natürlich wird keiner intern gesagt haben, jetzt machen wir mal einen schönen PR-Gag und schreiben die Bürgerschaft, die zweite Bürgerschaft ins Buch. Das ist ja auch faszinierend. Ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, mit welchen Ländern, aber manche Länder erlauben ja keine Doppelstaatsbürgerschaft. Das wird aber bei der EU da nicht berücksichtigt, sondern bei anderen Ländern wird es berücksichtigt, bei anderen wird es nicht berücksichtigt. So, das sind Fragen, da hat sich natürlich keiner hingesetzt, PR-Gag. Bevor wir jetzt Pause machen, noch eine Geschichte zum PR-Gag. Mit der Betonung auf Gag. Wenn man sowas hört, dann denkt man sich natürlich, das ist doch Blödsinn. Politik wird nicht als Gag gemacht, das ist nicht PR. Das sind ernsthafte Leute. Es gibt im Antidiskriminierungsbereich gab es eine Initiative, wo genau gesagt worden ist, wir müssen in diesem Bereich Antidiskriminierung aktiv werden. Da läuft so viel falsch mit rassistisch begründeter Gewalt und Diskriminierung aufgrund von Religion, von sonst was. Und jetzt müssen wir da was gegen machen. EU muss aktiv werden. Und was haben die gemacht? Die haben eine Public Relations Firma angestellt, um diese Kampagne zu entwickeln. War schon irgendwo bemerkenswert. Also so ganz abwegig ist das nicht, wenn man sagt, vielleicht haben die auch noch einen Berater für die Verträge, der dann sagt, jetzt machen wir. Komm, habt doch nicht einen netten Gag, was wir da noch einführen können. Das ist halt Symbolpolitik auch ein Wert. Ja,
Aber da kommen. Aber da können wir dann nach der Pause, machen wir da weiter genau mit der Tatsache, dass es noch komplizierter ist. Okay, dann sehen wir uns. Machen wir gleich weiter.